Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Heute ist der Tag der Tage. Oh, ich werde jetzt mit euch mal zusammen den Tannenbaum auspacken. Christi hat heute ihren bekommen, haben den gleich ausgepackt und sieht auch wunderschön aus, weil die Farbe so schön kräftig grün ist mit diesen Schneespitzen, den ich eigentlich zuerst selber im Warenkorb hatte, aber dann habe ich mich doch umentschieden. Ja, wir hatten das mit Max einmal aufgerissen, den Karton, und da habe ich gesagt, okay, vielleicht ist es jetzt so ein bisschen vom Licht her, dass mir der Tannenbaum so ein bisschen ja, zu hell vorkommt. Ich hoffe einfach, dass er, wenn ich ihn gleich aufbaue mit euch zusammen, einfach schön echt aussieht und dass es alles gut ist, ohne dass ich ihn vielleicht zurückschicken muss oder so, weil die Farbe gefiel mir nicht so ganz gut, weil sie nicht so dieses kräftige Grün hat, was normalerweise halt ein Tannenbaum ja auch hat. Und Chrissys Tannenbaum ist richtig kräftig grün und meine halt nicht. So, ich würde sagen, wir packen jetzt mal zusammen aus und gucken mal, wie das Ganze aussieht. Christi hatte zwei Teile. Ich weiß gar nicht, wie viele Teile ich habe. Ich dachte eigentlich auch vielleicht zwei. Also, oh Gott. Schaut mal. Wir hatten mit Max auch den Karton falsch aufgemacht. So, dass er jetzt quasi. Aber er war sowieso zerrissen. Also, wir haben hier mal. Doch, ich habe auch nur zwei Teile. Wir haben hier mal die Spitze. Das ist das obere Teil. Diese ganzen. Ja, Tannenzweige, die gefallen mir wirklich sehr gut. Also vielleicht sieht es auch gleich anders aus, wenn man es aufgebaut hat und vor allem nachher, wenn man es geschmückt hat. Das ist wirklich sehr, sehr definiert. Dieser Kunststoff ist ja relativ hart. Also bei Christi ist es sehr weich und bei mir ist es halt, bei Christi ist es so die Art, ne? Das ist dieses Weiche, also was ihr auch dann teilweise von Tannenbäumen kennt. Meins ist hier ein bisschen härter. Und das ist ja auch eine Fichte. So. Deswegen. Oh mein Gott. Ich würde sagen, wir bauen das jetzt mal mit euch zusammen auf. Wie gesagt, ich habe ja zwei Teile. Ich hoffe, ihr könnt mich gut sehen, ne? Weil, also draußen ist, wie gesagt, wir haben gerade mal kurz vor 2:30 und es ist immer noch so düster draußen. Also, hier ist einmal die Spitze. Einmal so. Die muss natürlich gleich auseinander getütelt werden. Die lege ich einmal ganz kurz hier einfach auf den Boden. Oh doch, ich habe auch zwei Teile. Ah ja, der untere Teil ist ein bisschen schwerer. Der sieht dann so aus. Ich hatte schon mal Tannenbäume gesehen, die haben drei Teile. Und ja, also, dann haben wir hier ein Kreuz. Das wird dann einfach so zusammengesteckt nachher und einfach reingestellt. Dafür gibt es hier aber auch sogar Handschuhe. Und genau, zum Festschrauben. Das Ganze hier. Ich würde sagen, ich baue zuerst einmal das Kreuz auf und dann schauen wir weiter, dass wir einen Tannenbaum aufgestellt bekommen. Ich hatte gestern übrigens einen ganz coolen Tipp bekommen auf Instagram. Und zwar kann man genauso gut nicht das Kreuz nehmen, sondern einfach einen schönen Korb. Also meinetwegen Boho-Style oder generell Korb, ich habe ja ein paar Körbe da. Dann packt man da so ein, zwei von den Pflastersteinen, damit es ein bisschen schwerer wird. Ein Styroporstück, was so ein bisschen, also halt so. So, da war gerade der Akku leer. Also, ich habe auch das Licht jetzt angemacht. Jedenfalls nimmt man halt eben Styroporstück, also vielleicht so dick und halt zurechtgeschnitten für einen Korb. Und steckt den Tannenbaum einfach da rein. Und das sah auch so wunderschön aus. Dann habe ich überlegt, vielleicht kann man das auch das machen, weil ich habe ja Körbe eigentlich genug. Und mal schauen. Also ich würde sagen, ich werde jetzt einmal ganz kurz das Kreuz zusammenbasteln und dann stellen wir mal den Tannenbaum auf. So, das Kreuz ist zusammengebaut. Das war total easy. Habe ich jetzt gemacht. Also man verschraubt quasi das untere Teil mit dem Kreuz. Und jetzt würde ich ganz gern einfach mal den Tannenbaum das oben raufstecken hier. Und versuchen, das so ein bisschen auseinander zu tüdeln. Mal gucken, ob mir das jetzt hier gut gelingt oder nicht. Thank you.
Ihr Lieben, so sieht das Ganze aus. Also ich bin noch nicht fertig, ne, mit auseinanderfriemeln, beziehungsweise dass es so ein bisschen dichter wird. Also jetzt ist es nicht immer noch so kahl. Das ist echt ein Akt, ne? Und ich hätte gedacht, dass der Tannenbaum ein bisschen größer ist, aber das ist, glaube ich, nicht schlimm, weil ich hatte sowieso überlegt, den sogar vielleicht auf einen Schlitten draufzustellen oder halt, wie gesagt, in einen Korb, wo auch ein bisschen höher ist. Ich hatte mir überlegt, einfach diesen Korb dazu nehmen und ihn dann quasi da so reinzustellen. Ja, ich würde mal sagen, ich werde jetzt einmal ganz kurz noch ein bisschen weiter friemeln, aber an sich, ich finde, der sieht so sehr akkurat, also nicht so wuchtig aus, sondern einfach recht schlank, ne? Also ja, ich würde sagen, ich mache jetzt einmal die Kamera aus, damit es für euch nicht zu langweilig ist und richte nochmal den Rest der Tannenzweige auf. Ich habe Hilfe bekommen von meinem Schnucki, der war so fleißig gerade im Badezimmer. Aber dann sagt er, oh, der ist ja total klein. Und jetzt sagt er, dass ich ein bisschen was falsch gemacht habe. Man hätte vielleicht die Zweige wirklich so ein bisschen mehr biegen sollen und dann alles so ein bisschen verteilen gleich. Dann wirkt er vielleicht anders. Das ist ja nicht falsch. So ein Baum wächst ja, wie er wächst. Aber wenn du den etwas größer faken möchtest, dann würde ich sagen, zieht mal die Tannen weiter nach unten und stellt ihn dann auf was Größeres. Dann hast du 20 cm mehr, ohne dass das irgendwie komisch aussieht. Werden wir sehen, ob es komisch aussieht. Ja, aber ich muss sagen, er sieht wirklich täuschend echt aus. Ne? Also die Tannenzweige an sich sind wirklich wie eine Fichte halt. Nur nadelt jetzt nicht, weil es unecht ist. Aber es sieht nicht gefaked aus oder so, der Tannenbaum. Ja, schon geht es besser so, wie du es gerade machst. Da musst du wieder mal rankommen. Ja, bei mir sah er gerade so recht schmal und klein aus, aber jetzt geht's. Guck mal, wenn man die Äste natürlich ein bisschen mehr biegt, was ich mich nicht so ganz getraut habe. Dann müssen wir noch einmal so versuchen, die Lücken so ein bisschen zu schließen. Und die Zweige sind halt eben so ein bisschen definiert. Also die sind nicht diese typische Tannenbaumform, wo alles so gerade runter ist. Wisst ihr, alles auf eine Länge irgendwie, mehr oder weniger. Und so sind die Äste hier teilweise mal so, mal so. Und man kann sie auch gut biegen. Also je nachdem, wie man das bräuchte, biegt man die einfach. Und ich finde, das sieht echt aus. Das sieht ja schon viel größer aus hier. Ja, siehst du. Adam hat gerade so einen kleinen Schreck bekommen und sagte, was hat er gekostet? Guck mal, das sieht ganz anders aus. Ey. Warte. Also jetzt gucken wir mal von da. Nicht so was ganz Großes darunter stellen, also wirklich so 20 cm vielleicht. Ja, einen Schlitten, Schnucki. Wir haben doch einen Schlitten. Achso. Nee, wir haben eigentlich einen Schlitten. Und da habe ich mir gedacht, kann man den da drunter stellen. Sieht nämlich auch ganz nett aus. Habe ich auch schon öfters mal gesehen. Und willst du den was machen wir damit? Was denn? Hinten. Ja, er liegt. Hat sein Haus, oder? Ja, die Kinder haben gerade alleine gelassen. Er macht das schon richtig gut. Finde ich auch. Langeweile war ja, jetzt weg. Lieber die yeah. Also die mag jetzt auch, aber nicht so gerne wie die anderen. Er macht es von Mal zu Mal viel besser, ne? Ja. So krank. Er wird langsam groß. Er wird langsam groß, ne? Ja. Aber mit dieser Kamera, es klappt tausendmal besser. Ja, zeig mal, hol mal unseren Tannenbaum. Ich bin gespannt auf euren. Ja, Max, ja, du guckst auch schon so entgleist, so ein bisschen skeptisch. Aber nein, das wird noch. Aber andere sehen doch auch unten so leer aus teilweise. Ja, aber denke, nee. Ja, nur reinstecken. Nee, nee. Aber weißt du, was man doch. Was man noch macht? Ja, Kugeln, also schmücken, ne? Also, aber manche sind unten auch so dünn beschmückt. In echt? Ja, genau. Also echte. Ja, ja. Also, ist gar nicht so. Also, ich guck mal, Schnucki, das ist so gut. Guck, der ist schon viel größer geworden. Papa kam gerade zu mir und sagte, wieso ist er so klein? Ich so, ja, 1,80. Wir sind 1,80. Ich finde, ja? Und vor allem, man muss es ja biegen, weißt du, weil das ist ja alles noch nicht so recht. Warum haben wir eigentlich jetzt schon einen Tannenbaum hier stehen? Kommt der jetzt wieder weg oder? Das passt gut, dass das so auf dem Ding da drauf steht. Ich wollte den Schlitten holen und auf den Schlitten stellen. Ja, oder so. Schlitten ist auch schön. Das ist hier rein, gell? Echt? Ja, okay. Ah, na gut. Ja, nein, schon ist es besser so. Stimmt, wenn es ein bisschen höher. Guck mal, wirkt gleich ganz anders, ne? Ja, und wenn dann nachher noch hier überall das was hängt und die hängt. Beleuchtung genau. Da ist es ganz anders. Also, so sieht der Tannenbaum aus. Die Kinder fanden ihn auch, also Christi sagt, das sieht ja aus wie echt. Jetzt sind wir auf Christi, ist natürlich alle gespannt, wie das ist. Die haben eine, was Schnucki für eine Tanne nochmal? Kiefer. Kiefer, oh. Das ist das ganze Kiefernholz. Ja, vergesse ich immer wieder. Möbel ja, stimmt. Auf jeden Fall, sieht das doch schon echt täuschend echt aus und ich werde wahrscheinlich dann doch das an einen Korb
reinstellen, vielleicht auf einstecken drauf oder so. Mal gucken, wie das Ganze nachher wird, wenn es dann soweit ist. Das war's jetzt hier mit diesem Video. Das ist ein relativ kurzes Video, aber ich wollte euch unbedingt das mal zeigen. Vor allem viele haben geschrieben, zeig mal bitte deinen Tannenbaum, wie der so ist. Und Schnucki, der bleibt doch jetzt hinter dich bis Weihnachten. Ach so, oder? Ich dachte, Schnucki macht die Kamera. Hä? Wir haben noch nicht mal Dezember. Nein, ich weiß, wir haben jetzt, aber in 10 Tagen, nur noch in 9 Tagen, haben wir ersten Advent. Gut, die Tanne. Ich glaube, wir werden den einfach mal nach draußen stellen, erstmal bis dahin, oder? Weil ich, wo soll das also, wenn sein? Du den jetzt schon hier hinstellst, dann, hat dann man ja die hast Schnauze du Weihnachten voll, ne? Schon keinen Bock mehr darauf. Du sollst dich ja Weihnachten darauf freuen, dass du die Natur ins Haus stimmt. holst und sie mit Luft, mit Licht schmückst. Und stimmt. Wir haben normalerweise immer zum ersten Advent die Tanne immer nach draußen gestellt und irgendwie 1-2 Tage vor Weihnachten reingeholt, vor Heiligabend. Stimmt, da muss er ja ganz lange draußen stehen jetzt. Dann lass ihn draußen stehen. Der ist aber leicht, ne? Vielleicht ist er leicht. Wenn wir Sturm haben, müssen wir ihn reinholen. Ich denke mal, wir werden einfach mal mein Olivenbäumchen irgendwie woanders platzieren und dann einfach die Tanne dahin, ein bisschen geschützter, wenn das passt. Ja. Ja gut, also das war's hier mit diesem Video. Schreibt mir gerne mal, was ihr dieses Jahr so plant mit euren Tannenbäumen, ob ihr es einen echten jetzt holt oder einen künstlichen. Viele, viele, viele haben mir geschrieben, die wollen auch einen künstlichen haben und einige haben schon künstlichen sogar, teilweise von Aldi und vom Baumarkt und ihr habt ganz, ganz viele Kommentare dazu geschrieben. Nochmal vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Und ja, ich würde sagen, das war's jetzt hier mit diesem Video. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!